Hallo? Hallo? Wo fliegst du jetzt? Ja, auf Wings. Die Map ist voll scheiße, die wir zusammengeschustert haben. Sind wir noch bei Kertsch da, ne? Keine Ahnung. Fliege ich zum ersten Mal. Ich fliege gerade die P40, also nicht auf deutscher Seite. Hey, toll. Warum fliegst du P40? Warum nicht? Weil es ein Randflugzeug ist. Ach Gott, ey. Bitte jetzt sag mir nicht mit Konvergenz 1000, ey. Nee. Gut. Sei Dank, ey. P40. Das hatte ich bisher durchgehend mit dem neuen Flugmodell. Die Russen bewegen sich halt mit einer Handbewegung aus dem Staub. Und die Deutschen, beziehungsweise vor allem die LA-5 und die Jak-1 halt, Jak-1B, während die Deutschen halt komplett bewegungsunfähig sind. Was halt ein bisschen lächerlich ist. Also, ich bin irgendwie nicht so ganz glücklich mit dem Patch, weil halt, es ist ja cool, dass sie die Flugmodelle ändern oder verbessern oder wie auch immer, aber es ist nicht gut, dass sie dann andere Probleme konsequent immer noch ignorieren, ja? Also irgendwie. Oh, ich muss mal lauter stellen, warte mal. Discord, sag mal was. Test. Okay. Jetzt sehe ich Laut gerade eine genug. Stuka, die mir mit den Gunpods hinterherballern will. Sharpie? Fragezeichen. Halt echt. Kann schon sein. Wo bist du? Wo ist die? Die hat gerade gesagt 60610. Es war nicht sie, das war irgendwo anderer. Und Stuka wurde natürlich auch noch gleich geklaut von Jack. Because fuck. Nice. Because Wings, hey. Ein bisschen was anderes wäre auch ganz nett. Oh, ich glaube, das sind 110. Schon wie diese komischen Wolken hier, ne? Die Wolken-PNG, die bekannte. Hey, das ist sogar eine Ente, hey. Lol. Komm her. Lass dich abknallen, bevor einer von den Jagdmongos kommt. Ja. Krebst da an Deck rum und jagst da irgendwie ahnungslose Strafe oder was? Schäm dich. Objective beschützen halt. Ja, ach so. Okay. So nennen die Kids das heutzutage. Den hat's zerlegt, das ist ja schön. Aber? Hä? Ja, gut, den. Ja. Okay, ja, die. Entweder sind die Stats wieder buggy oder. Irgendwer hat mir Nee, na. auf magische Weise den Kill gestohlen. Hey. Ich habe dem nämlich eine richtig fette Breitseite reingeballert. Der hat den Flügel verloren, brennt und alles. Ja, die Ente, ich habe ja eh schon gehört, die ist bisschen klapprig. Einmal angucken, brennt. So. Der Konsens der Ente. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich finde übrigens, Kuban ist ja nett, aber ein großer Nachteil von Kuban ist, beziehungsweise das Meer haben sie ja super animiert. Haben sich ja auch Mühe gegeben mit dem Meer.
Aber die haben mit dem Patch auch so ein Haze eingeführt, ja, für die Sichtweite. Und dieser Haze legt sich natürlich auch übers Wasser, weil Wasser ist ja auch entfernt. Das sorgt dann dafür, dass du scheiße nichts erkennen kannst auf dem Wasser. Hm. Was ein bisschen die Arbeit, die irgendein armer Programmierer in den Ozean gesteckt hat, zerstört. Was irgendwie ein bisschen schade ist, finde ich. Das strafe schon wieder irgendwer. Aber wird eh schon zerwichst von einem Russen. Was ist das denn hier für eine Halbinsel? War das Flak gerade oder was? What the fuck? Ich habe auch so im neuen Patch so Probleme mit Sichtweite, dass die Kontakte manchmal so rein und raus ploppen. Ja. Also so komisch reinfaden und rausfaden. Bisschen unschön.